Kaum zu glauben, die Tonne ist wieder fast voll. Zoes Projekt haben die vier vom Schülerbeirat die Aktion getauft, nach ihrer Heldin, der 9-jährigen Zoe, die alle überzeugt hat. Kein Kind hier in Waterford soll an Weihnachten vor einem leeren Teller sitzen. Die haben Gemüse mitgebracht. Die Leute sind froh, dass sie selbst etwas zu essen haben. Deshalb spenden sie gerne. Früher war es Afrika, wo die Menschen etwas zu essen brauchten. Jetzt gibt es Hunger auch in Amerika. Ganz schön traurig. Weit müssen die Kartons nicht reisen. Zoe verteilt sie in ihrer Kirche. Auch im Staat New York werden immer mehr Familien nur noch dank Spenden satt. Man sieht es den Kindern nicht an. Sie müssen nicht ihre Gürtel enger schnallen. Das läuft alles im Verborgenen ab. Den Familien ist es peinlich, wenn sie sich das Abendessen nicht mehr leisten können. Wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag für 1,50 Dollar. Doch selbst die sind für viele Eltern nicht mehr drin. Bei der Hälfte aller Schulmittagessen in Amerika zahlt mittlerweile der Staat mit. Noch nie sind so viele Kinder mit knurrendem Bauch ins Bett gegangen. Jedes fünfte, und das im reichsten Land der Welt. Zoes Familie weiß, wie es ist, wenn das Geld knapp wird. Als ihr Vater, ein Zimmermann, zum ersten Mal in seinem Leben arbeitslos wurde, war es vorbei mit Pizza holen und essen gehen. Armut hat ein neues Gesicht. Jeder hat doch eine Vorstellung davon, wie arme Menschen aussehen. Aber seit 2 Jahren stimmen die Klischees nicht mehr. Da triffst du plötzlich deine Nachbarn in der Suppenküche. In der Tafel wartet Arbeit auf Zoe. Ganze Tüten voller Lebensmittel. Die Leute sind in Spendierlaune. Seit 4 Jahren hilft Zoe Gina beim Einräumen. Und nie hätte sie gedacht, dass der Hunger einmal ihre eigene Familie trifft. Meine Mutter brauchte Geld für Lebensmittel. Sie und Papa haben immer gestritten. Mama weinte, weil sie Angst hatte, wir würden nicht satt. Einmal gab es gar kein Abendessen. Ich hatte totalen Hunger und musste warten bis zur Schule am nächsten Tag. Das hat sich eingebrannt in ihre Seele. Sie ist so leidenschaftlich bei der Sache, weil sie weiß, wie sich das anfühlt. Wir sind doch alle nur Menschen und brauchen eben manchmal Hilfe. Die Sesamstraße hat einen neuen Star. Lilly. Hungrig wie das Krümelmonster, aber von Keksen kann Lilly nur träumen. Manchmal weißt du nicht, wann es das nächste Mal etwas zu essen gibt, erzählt sie Elmo. Ganz schön hart. That can be pretty hard. Noch nie hat eine Puppe für so viel Wirbel gesorgt. Lilly erwärmt die Herzen der Kinder und nicht nur die. In Washington formiert sich eine Koalition gegen Hunger. Und vielleicht kann Lilly ja auch die Politik bewegen, die Hunger noch immer als Food Insecurity, sogenannte Essensunsicherheit, verharmlost. Oh, hi. I want all the kids out there. Ich will, dass die Kinder da draußen wissen, ihr seid nicht allein, erzählt sie uns. Redet über den Hunger, denn ihr könnt die Welt verändern. And they can share with their friends how they can make a difference. Zurück im Staat New York. Schnibbeln für einen Jambalaya, einen Südstaateneintopf. Diane Readers Rezept klingt simpel. Auch wer sich wie diese Teenager von Lebensmittelkarten ernährt, kann gesund leben. Wenn's nur so simpel wäre. In einem Land, das Pizza als Gemüse verkauft, bedarf es schon einiger Überzeugungsarbeit, den Kids Paprika schmackhaft zu machen. Ich lerne eine Menge hier, aber manche Gemüsesorten habe ich noch nie gesehen. Kochen mit dem, was aus der Natur kommt und nicht aus der Dose. Das ist vielen hier fremd. Wer arm ist in Amerika, greift noch immer lieber zum billigen Fastfood statt zum teureren Gemüse. We asked them to do
Redet mit eurem Essen, erklären wir ihnen. Fragt, wo es geboren wurde. Wenn das Essen das weiß, ist es gut, sonst nicht. Ein Apfel etwa kann sich noch an den Baum erinnern, ein Apfelkuchen nicht mehr. Langt zu, ermuntert Diane die Jugendlichen. Auch sie weiß, wie es ist, aus der Mittelschicht abzustürzen. Von der Chefköchin zur Suppenküche, nur weil sie zu lange krank war. Keine Party ließ sie damals aus, solange es etwas zu essen gab. Damals starb ein Feuerwehrmann in unserer Gemeinde. Ich kannte ihn gar nicht, habe aber meinen Kindern gesagt, zieht euch schön an, wir ehren einen Helden. In Wirklichkeit ging es mir aber vor allem darum, dass es nach der Beerdigung etwas zu essen gab. Ich fühlte mich wie eine Diebin, nur damit meine Kinder satt wurden. Wie eine Lügnerin. Aber auch wenn du arm bist, du bleibst Mutter. Helft der Tafel, schreibt Zoe auf die Plakate. Es war ihre Idee, Kartons zu bemalen und sie in allen Läden und Restaurants der Stadt aufzustellen. Mittlerweile malt die ganze Familie kräftig mit. Sie ist eine tolle große Schwester, schwärmt Tess. Für mich ist sie der beste Mensch auf der Welt. So hart die Krise auch war, sie hat die Familie zusammengeschweißt. Ich will einmal eine eigene Tafel haben. Keiner soll hungern. Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk haben die Gleasons schon. Darren arbeitet wieder auf dem Bau. Doch auch Zoe weiß, der Absturz in die Armut ist in Amerika immer nur ein Monatsgehalt entfernt. Halleluja.